Hund Eddie ist regelmäßiger Gast bei der Tiertafel. Auch heute hat er sich mit seinem Frauchen in der kleinen Winterjacke auf den Weg gemacht. Ohne die Tiertafel wäre ich echt aufgeschmissen, weil das Futter für Eddie ist getreidefrei und es ist auch nicht so ganz günstig. Und da ich arbeitslos bin, könnte ich mir das so gar nicht leisten. So geht es vielen Tierhaltern in Hamburg. Um sie in der Weihnachtszeit mit kleinen Dingen wie Eddies Spezialfutter zu unterstützen, gibt es die Wunschbaumaktion. Im Fressnapfmarkt Farmsen steht ein Weihnachtsbaum mit Wünschen von Tierbesitzern für ihre Liebsten. Kunden können sich einen Zettel aussuchen und den Wunsch erfüllen, indem sie kaufen, was draufsteht. Janaina Zarella und Mirja Dumont sind als Fressnapfbotschafterinnen und stolze Hunde- und Katzenmütter dabei. Das geht wirklich einer sehr nah, geht ans Herz, weil auf einmal siehst du, die Wünsche von diesen Tieren sind gar nicht wirklich unmöglich. Sie wünschen sich ein Bettchen oder ein Jäckchen für den Winter oder einfach nur ein Kauknochen, ein Spielzeug. Für uns eine Kleinigkeit, aber für den Tierbesitzer, das bekommt, für den Hund, für die Katze, das ist wirklich eine großartige Aktion. Wenn es mir schlecht geht, weiß meine Katze, sie kommt auf meine Brust. Ich hatte früher Panikattacken, weil ich halt einen schlimmen Hörsturz und Hörverlust hatte und Schwindel. Und dann hat sich meine Mathilda wirklich immer auf mein Herz gelegt, um den Herzschlag zu verlangsamen. Und dann durfte ich immer in ihr Fell weinen. Also von daher, die sind absolut gleichberechtigte Personen meiner Familie. Sind die Tiere mal krank, kann es auch bei der Tiertafel schwierig werden. Rund 1200 Tiere werden hier pro Monat versorgt. Die Liste der Anfragen wird immer länger, die Kapazitätsgrenzen sind bald erreicht. Alle 14 Tage gibt es eine Ausgabe von Sachspenden, Futter oder Dingen für die medizinische Grundversorgung der Tiere. Es ist ja alles wirklich teurer geworden in den letzten Monaten durch unterschiedlichste Umstände. Und das betrifft natürlich auch Tierfutter und es betrifft natürlich auch die tiermedizinische Versorgung. Und das macht vielen Menschen ganz, ganz doll zu schaffen, überhaupt die Grundausstattung, sage ich mal, für ihr Tier zu bewältigen. Aber natürlich, wenn das Tier krank wird, wird es im Speziellen sehr dramatisch. Wichtige OPs können im Zweifel nicht stattfinden, weil das Geld fehlt. Die jährliche Spendenaktion von Fressnapf ist eine Hilfe. Wer als Privatperson aber auch helfen möchte, kann sich online bei der Tiertafel informieren. Denn wenn es noch so schwierig wird, für die meisten Tierbesitzer steht wohl fest, mich von dem Hund zu trennen, irgendwo anders hinzugeben oder so, käme für mich absolut nicht in Frage. Für mich ist der Hund wie ein Partner. Und der sagt mir eigentlich so, was wir am Tage zu tun haben. Dann wird Eddie in 2 Wochen sicher an die Bescherung erinnern, wenn der ein oder andere seinen Zettel im Baum entdeckt hat.